Die Abstimmung ist beendet. Ihr habt gewählt, das Replay des Monats für den Monat November ist gefunden. Und nach einer kurzen Pause gibt's die Auflösung. Hallo und recht herzlich willkommen zu Replay des Monats hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Und ja, wieder mal ist eine Abstimmung zu Ende gegangen. Wieder mal haben wir eine Replay des Monats, was wir am Ende dieser Folge oder jetzt dann gleich eigentlich in dieser Folge küren können. Und ja, falls ihr vielleicht ganz neu dabei seid und gar nicht wisst, um was es hier überhaupt geht bei Replay des Monats, ich meine, man kann es ja so ein bisschen aus dem Namen rausdeuten. Aber, falls ihr das nicht wisst, gibt es jetzt gleich so ein kurzes Infovideo, wo ich das nochmal erkläre. Und nicht erschrecken, die Stimme ist genau die gleiche und das Bild ist auch sehr ähnlich. Aber ich würde trotzdem jetzt sagen, Film ab. Alle gezeigten Replays eines Monats treten gegeneinander an. Das beste Replay, welches durch eure Stimme gewählt wird, gewinnt 500 Ingame Gold. Aber das ist noch nicht alles. Wir 5 Pixelhelden stellen jeden Monat ein Herausforderungs-Replay mit zur Auswahl. Gewinnt unser Replay, gehen die 500 Gold in den Gewinntopf für den nächsten Monat. Somit wäre zum Beispiel ein Gewinn von 1000 Gold möglich. Wir wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Replay des Monats. So, jetzt können wir dann gleich zu den beiden Pflichtteilen kommen. Ja, warum zwei Pflichtteile natürlich? Erstmal möchten wir natürlich den Sieger küren für das beste Replay im Monat November. Und zum anderen natürlich das Herausforderungs-Replay für den Monat Dezember, für diesen aktuellen Monat. Das möchten wir natürlich im Anschluss auch noch anschauen. Deswegen, ja, nach dem Sieger, sage ich mal, nicht wegschalten. Danach gibt es noch ein schönes Replay zu sehen. Oder ich hoffe zumindest, dass es ein schönes Replay ist. Immerhin ist es das Herausforderungs-Replay für diesen Monat. Aber jetzt beginnen wir erstmal eins nach dem anderen. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Sieger, zum besten Replay im Monat November 2014. Wir machen so wie letzten Monat. Wir, ja, oder ich, besser gesagt, gehe die Top 3 durch. Und wir fangen an mit Platz 3. Welches Replay ist denn auf dem dritten Platz gekommen? Und das war mit 2 Stimmen der Jens Klaus Fritz mit seinem T57 Heavy Tank. Ja, eine sehr coole Runde. 8000 Schaden gemacht mit dem T57. Also ja, hat richtig gerockt. So viel kann man schon mal dazu sagen. Also hier die Bronzemedaille, wenn man so möchte, an Jens Klaus Fritz. Platz Nummer 2 hat gemacht mit 2 Stimmen und einer Bonusstimme der Marmeladenkeks mit seinem Objekt 268. Ja, war auch eine ganz, ganz coole Runde, weil er im Prinzip so im Alleingang alles reißen hat müssen. Sein Team war überhaupt nicht existent, war ja der einzigste Tier 10er auch und ja, hat aber leider nicht gereicht, um das Match zu gewinnen. Trotzdem ein sehr heldenhafter Einsatz, muss man sagen. Und somit, denke ich, auch verdient auf Platz 2. Zumindest auf jeden Fall halt auf dem Treppchen sehr verdient. Sehr, sehr starke Runde. Ja, und last but not least, der Sieger. Das beste Replay im Monat November 2014. Wer hat es gewonnen? Wer mag es sein? Ja, und tatsächlich, man mag es kaum glauben, schon wieder
wir, schon wieder die Pixelhelden, schon wieder hat es Herausforderungs-Replay gewonnen. In diesem Fall sogar ich. Ne? Das Replay kam ja von mir persönlich und zwar mit dem T54 war ich unterwegs und zwar habe ich ganze 4 Stimmen von euch bekommen und eine Bonusstimme, somit insgesamt 5 Stimmen und der Sieger. Ja, hier kann ich nur sagen, vielen Dank für die Ehre und das heißt aber für euch, ja, es geht im nächsten Monat, beziehungsweise hier in diesem Monat, im Dezember, geht es um ganze 1500 Gold. Ja, also da würde ich mal sagen, wenn das jetzt jemand gewinnt, dann kriegt er schon mal ein nettes Sümmchen zusammen und ich bin mal gespannt, ob es im Dezember tatsächlich jetzt einen Sieger gibt oder ob wir schon wieder gewinnen. Das werden wir herausfinden. Jetzt würde ich erstmal sagen, gucken wir uns das Herausforderungs-Replay überhaupt erstmal an. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob dieses Replay überhaupt eine Chance hat, den Pot sozusagen nochmal etwas größer zu machen. Ja, was gibt's groß zum Replay zu sagen, bevor wir reinspringen, ist das Replay, was ich schon letzten Monat angekündigt habe, nämlich mit dem T44, auch von mir erspielt. Ich habe in der Zwischenzeit eigentlich gar kein World of Tanks gespielt im letzten Monat, deswegen ist es auch das einzigste Replay, was ich noch auf Petto habe. Deswegen, ja, genießt dieses Replay, ist auf jeden Fall auch sehenswert. Und wir hören uns gleich. So, und da sind wir dann auch schon im Match. Wie gesagt, mit dem T44, Tier 8 Medium Panzer der UdSSR. Gespielt wiederum von mir, habe ich auch angekündigt. Aber ich sage es trotzdem nochmal, der Vollständigkeit halber. Ja, wir spielen hier auf ein kurzer Blick auf den Spickzettel, auf Küste. Ja, der Name kann ich mir eh nie merken bei der Map, aber wir spielen auf Küste. Ja, ich bin Top-Tier mit ganz vielen anderen. Bei mir im Team habe ich nämlich noch ein IS-3, ein T-32, ein T-34, ein Objekt 416, eine Panda 2, dann meine Wenigkeit mit dem T-44 und ein Spieler noch mit dem T-69. Im Gegnerteam haben wir Top-Tier technisch zweimal ein IS-3, ein Löwe, ein Indienpanzer und ein T-28. Ja, die Gegner haben einen T-8er weniger. Dafür gar nichts eigentlich. Ja, ansonsten gibt es noch ganz viele 7er und ein paar wenige Tier-6-Panzer. Und ja, ansonsten gibt es nicht viel zu erwähnen. Es gibt keine Selbstfallerfetten, was mir sehr entgegenkommt bei so einer offenen Map. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, was ich da so mache. Und ja, ich stehe jetzt hier erstmal hier oben hin, so hinter diesem Mini-Busch, in der Hoffnung, er gibt mir ein bisschen Tarnwert. Und guck mal, ob ich hier so auf die Distanz ein bisschen was machen kann. Man muss ja sagen, der T-44 eignet sich ja auch ein bisschen zum Snipern. Und hier sehen wir auch den T-25-2, habe ich erstmal erwischt, der hat mich auch noch nicht gesehen. Jetzt haben wir hier noch einen KV-85, den ich auch einmal einem mitgeben kann. Und der sich jetzt aber hier ganz schnell nach unten verziehen möchte. Aber den gebe ich nochmal einem mit. Somit hat er nur noch 95 Hitpoints und vielleicht kann ich jetzt einen Blindschuss setzen und es reicht. Mal gucken. Ja, das reicht und so schnell geht's und schon haben wir den ersten Kill auf der Uhr stehen. 761 Schaden, plus diese 90 Schaden, also um die 800 Schaden gemacht. Und somit führt unser Team 1:0. So, aber natürlich geht es noch ein bisschen länger. Ja, und schon steht es 1:1, also es hat sich schon erledigt. So, da drüben haben wir einen T-150 und ich versuche jetzt einen absoluten Trickshot zu reißen, nämlich hier zwischen den Waggons oder unter den Waggons durch. Aber ihr seht schon, die Flugkurve des Geschützes ist ein bisschen anders. Das klappt nicht. Und jetzt sehe ich, hier kommt ein Chiri und er kommt ziemlich nah. Der könnte mich aufdecken. Deswegen ja, muss ich gucken, dass ich dem eine mitgeben kann. Das tue ich auch, aber ich werde auch aufgedeckt. Deswegen verziehe ich mich so ein bisschen. Ja, ansonsten sieht man einen riesen Pulk hier unten. Auch die gegnerischen Top-Tiers sind hier unterwegs. Müssen wir mal gucken, wie sich das alles jetzt so entwickelt. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Seite. Und da sehen wir auch, da sind auch ein paar krasse Panzer mit am Start. Löwe unter anderem. Und ja, hier sehen wir nochmal den T-25-2, dem ich auch nochmal eine mitgeben kann. Also wie ihr seht, ich spiele hier so einen klassischen Sniper. So wirklich so der letzte Arsch, der jetzt hier versucht, so ein bisschen Schaden an allen möglichen Leuten zu machen, um ihnen auf den Sack zu gehen. Und aktuell, ja, klappt es einigermaßen, sagen wir es mal so. Aber das große Problem ist jetzt tatsächlich hier. Die hier, die sind ziemlich stark und die hier sind auch ziemlich stark. Aber das werden wir gleich sehen. Ich möchte nichts spoilern. Gucken wir einfach mal, was ich mache. Ich jedenfalls habe gemerkt, okay, das Snipern bringt nichts mehr. Ich muss jetzt auch ein bisschen aktiv werden. Ich habe gedacht, ich fahre jetzt mal ein bisschen in das Tal und versuche jetzt hier oben den hier ein bisschen zeitlich in die Bredouille zu fahren. Da oben sehen wir auch den Panda. Ja, und da schieße ich erstmal den Fels. Nicht so gut eingezielt. Also versuche ich das alles nochmal ein bisschen besser einzielen. So, gib dem Panda nochmal eine mit. Der ignoriert mich weiterhin, weil sie hier auf den T-43 gehen. Der arme T-43. Dann haben wir hier noch einen T-25 AT.
Da komme ich leider nicht durch. Der schießt jetzt in meine Richtung, aber durch ein geschicktes Manöver habe ich ihn dazu verleitet, dass er daneben geschossen hat. So, jetzt haben wir ihn nochmal. Ah, können wir den rausnehmen? Nee, können wir nicht. Aktuell bin ich aber auch nicht so im Fokus, zum Glück. Der T-43 überlebt das Ganze auch da oben. Und somit sieht die obere Seite jetzt doch nicht mehr ganz so schlimm aus. Steht aktuell 4 zu 5. 9000 Hitpoints zu 9000 Hitpoints. Und hier haben wir einen Tiger 1, den ich glücklicherweise auch noch rausnehmen kann, bevor er den T-43 killt. Somit haben wir oben hier zahlenmäßig jetzt eine Übermacht geschaffen. Das ist schon mal auf jeden Fall gar nicht schlecht. Aktuell summier 1800 Schaden. Ja, zwei Kills. Ist alles okay. Die Mitte, wie wir sehen, ist aber durchgebrochen bei den Gegnern. Und unsere... Oder unser IS da hinten, weiß nicht, ich glaube AFK. Und dann Bot oder sowas. Also, dann mal gucken. So, jetzt habe ich versucht, hier über den Hügel zu schießen. Das hat aber auch nicht geklappt. Also, ein paar Abraller, muss man auch echt sagen, beim T-44. Die Hälfte der Schüsse, die bouncen echt oder gehen daneben. Das ist echt zum Kotzen. So, jetzt habe ich einen Schuss von hinten gekriegt, vom T-25-2, der tatsächlich aus der Mitte hier hinten dran gefahren ist. Das war jetzt richtig ärgerlich. Es hat mich geärgert, hier so unnötig einen Schuss von hinten zu kriegen. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt versuchen wir den wegzunehmen. Habe aber den Schuss daneben gesetzt. Das war natürlich nicht so cool. Allerdings haben die Seite haben wir gewonnen. Die Seite aber ist allerdings gerade am Verlieren. Deswegen müssen wir jetzt gucken, wie das alles noch so ausgeht. Aktuell steht es 8 zu 10. 4000 zu 6000 Hitpoints, also leichter Rückstand für mein Team. So, ja, und den T25-2, den nehme ich jetzt einfach mal ganz schnell im Fahren mit. Da oben haben wir jetzt noch einen E25. Gucke ich mal, ob ich den triff. Der ist ja ziemlich flach, aber ja, der Schuss geht auch drauf. Also ihr seht, ich bin überall am Wuseln, überall am Schießen. Ich nehme alles mit, was irgendwie geht. Ja, und dann kann ich den E25 nochmal eine setzen, aber killen kann ich nicht, da zieht er sich rechtzeitig zurück und der E25 wird noch eine Rolle spielen. So viel kann ich schon sagen von den Gegnern, aber mehr sage ich dazu nicht. Ja, aktuell 2500 Schaden gemacht, 3 Kills mittlerweile. Ja, und die Gegner auf jeden Fall stehen ein bisschen besser da, haben noch 4 Top-Tiers, wir wiederum haben nur noch mich und den T32. Ja, und jetzt sehen wir, da hinten ist noch ein T28, der auch noch da hinten irgendwo rumdümpelt. Das heißt, ich kann jetzt... Ja, nicht richtig gut agieren. Ich wollte ja eigentlich die zwei IS-3 umfahren, aber das geht auch nicht mehr, weil da tatsächlich ein T-28 steht. So, dem kann ich nochmal eine mitgeben, aber wir haben schon gesehen, der dreht sich in meine Richtung. Und ja, glücklicherweise trifft er nicht. Ich habe mich ein bisschen blöd angestellt, muss ich sagen. Jetzt sage ich aber, jetzt muss ich ja irgendwie versuchen, diesen T-28 rauszunehmen, damit ich hier gegen die zwei IS-3 bisschen besser agieren kann. Deswegen versuche ich ja ganz schnell durchzukommen. Hat aber nicht geklappt. Ich kriege sogar tatsächlich einen Treffer mit. Gehe jetzt trotzdem ganz nah an den T28 ran. Hoffe jetzt irgendwie, dass ich den im One-on-One besiegen kann. Allerdings stellt sich jetzt hier raus, okay, das ist ein bisschen blöd. Ich habe hier eigentlich fast keine Chance hinzufahren, ohne nochmal einen Treffer zu kassieren. Während die Gegner hier tatsächlich schon einnehmen. Also, ja, blöd. Aber ich habe gemerkt, ich habe ja noch einen T34 und habe jetzt gehofft, dass der jetzt von hinten kommt. Und tatsächlich, er kommt von hinten, hilft ein bisschen. Ich versuche es nochmal gegen den T28, komme leider nicht durch. War auch nicht gut eingezielt, aber ich habe gedacht, komm, mach mal einen Risikoschuss. Und ja, ich habe jetzt einfach gehofft, komm, ich spot jetzt den T28 so lange, bis der T34 ihn killt. Das macht er zum Glück auch. Und jetzt kann ich mich wirklich hier auf die Angreifer konzentrieren, auf die zwei IS-3 und den übrig gebliebenen E25. 3 zu 3 steht es aktuell. Allerdings kriegt unser Tiger 1 mächtig gerade auf den Sack. Und wird wahrscheinlich jetzt auch gleich ableben. Hier haben wir einen E25. Ja, musste ich Risikoschuss machen, hat aber leider nicht geklappt. So, jetzt merke ich aber allerdings, ja, die Uhr läuft und läuft. 30 Sekunden noch und ja, erstmal muss ich auch dahin fahren, muss auch noch treffen, muss noch durchkommen gegen einen der IS-3. Also wird es jetzt sehr, 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 sehr knapp. Also Vollgas dahin. Und da gibt es ja diesen Mittelweg. Da haben wir jetzt einfach mal versucht, dahin zu kommen. Nur noch 18 Sekunden, 17, 16, 15. Es ist immer knapp. Es wird immer enger und das IS-3, jetzt merke ich, ah, das war ist ja gar nicht der, der im Spot stand. Da steht hier irgendwo nochmal ein. Also schleunigst an dem vorbei, volles Risiko. Und ja, den rausnehmen, das war jetzt ganz wichtig. Und ja, jetzt noch ein Treffer von dem IS-3 hier und dann habe ich echt ein Problem. Jetzt musste ich echt gucken, dass ich hier irgendwie gegen den bestehen kann. Und das ist jetzt natürlich, wie bestehe ich hier gegen IS-3? Boah, da komme ich nicht durch, er verschießt zum Glück. Jetzt kommt auch noch der E25. Und unser T-34 chillt sich das Leben schön da hinten. So, jetzt kann ich ja nochmal einen Treffer machen gegen den IS-3. Und oh, jetzt ist hier Nervenkitzel pur. Was kann ich denn machen gegen den IS-3?
Unser T34 braucht immer noch ewig. Also ich bin hier echt auf mich allein gestellt. Und ich weiß, dass der E25 jetzt auch noch irgendwann kommen kann. Ich musste was machen, also komm, schneller Schuss. Rausfahren, schießen und... Bam! Wegnehmen! Klasse gemacht von mir, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, der Israel kann gar nicht reagieren. Ich kann ihn wegnehmen. Super, der bedankt sich auch, sagt, gut gespielt von mir. Und da ist der E25, kommt von hinten. Ich, Drehung und Schuss und nehme ihn auch noch weg. Zack, weg mit ihm. Runde gewonnen, auch wenn es zwischenzeitlich echt scheiße aussah. Aber ja, am Schluss dann doch nochmal ganz, ganz gut gespielt, würde ich sagen. Ja, schauen wir uns das Ganze in der Statistik an. Und, da sehen wir, ja, Panzer gemeistert, also von dem her die Runde ganz gut. Hab den Verteidiger bekommen, ja, war auch denkbar knapp. Bin da hier mit vollem Risiko reingefahren, um den einen IS-3 wegzunehmen. Ja, zusätzlich habe ich den Großkaliber geholt, also schadenstechnisch habe ich auch nicht wenig gemacht. Und dann noch den Krieger, da, nämlich mit dem letzten Kill, mit dem E25-Kill, habe ich tatsächlich noch den 6. Kill hingezaubert. So. Ja, schauen wir das Ganze mal in der Teamstatistik an. Da stehe ich dann auch von Erfahrung ganz, ganz oben. 1415 Erfahrungen dafür bekommen, 3 Medaillen, 6 Kills, 4282 Schaden. Ja, zu erwähnen muss man auch sagen, der T34 bei uns im Team auch nicht schlecht. 3200 Schaden, hat zwar ein bisschen rumgeschlichen, muss man sagen. Heißt auch Schleich, merke ich gerade. Was für ein Zufall. Ja, keine Ahnung, ob irgendwas kaputt war bei E-Motor oder so. Auf jeden Fall am Schluss, ja, habe ich das ja alleine gerockt, weil er hat ja den T28 gekillt, okay. Aber dann war er eigentlich nicht mehr präsent. Dann habe ich müssen die Basis zurückerobern. Ich musste gegen 2 IS-3 bestehen und E25 bestehen. Und da muss ich sagen, das war schon sehr, sehr knapp und sehr, sehr actionreich. Und was man vor allem sagen muss, das Gegnerteam war nicht schlecht. Schaut euch mal den ersten Zug der Gegner an. Der Indienpanzer, 2490 Schaden gemacht, 3 Kills. Der eine ist 3500 Schaden, 2 Kills. Der andere ist 3370 Schaden, 2 Kills. Das ist richtig krass, die haben 7 Kills gemacht. Und zusammen haben die einfach mega viel Schaden verteilt, dieser Zug. Also ich bin hier quasi alleine, okay, alleine ist jetzt übertrieben, aber ich und mein unkoordiniertes Team, sage ich mal, gegen hier einen koordinierten Zug gefahren und trotzdem habe ich es geschafft und wirklich der eine dieser Sina Chilin, der dritte von denen in der Reihe, hat ja auch dann noch geschrieben, ja, well, Blaze hat sich auch wirklich, hat die Anerkennung gehabt, das sieht man auch nicht so oft, dass dann wirklich jemand sagt, okay, der hat gut gespielt und er hat mich auch tatsächlich, das kann man nochmal noch dazu sagen, hat mich nach dem Match angeschrieben, hat so gesagt, hey, wirklich gut gespielt. War unsere erste Niederlage von, keine Ahnung wie viel, haben den ganzen Tag schon zusammengespielt und haben irgendwie, keine Ahnung, 15 Siege in Folge oder so gehabt und haben gesagt, das war jetzt ihre erste Niederlage und das nur wegen mir. Und da habe ich schon gedacht, ja, cool, habe ich mal denen ein bisschen in die Suppe gespuckt. Das Coole war dann noch, bei denen ist dann einer rausgegangen aus dem Zug und dann haben sie gefragt, ob ich nicht mit ihm Zug fahren will und dann bin ich tatsächlich mit denen noch irgendwie so 10 Runden mitgefahren mit dem T44 und hat echt Spaß gemacht. Danach haben wir echt tatsächlich auch noch alles weiterhin gewonnen. War echt cool mit den Jungs und ja, die haben auch wirklich richtig gut gespielt und ich habe dann natürlich mit meinem T44 da auch noch ein bisschen geholfen. Also war cool. So lernt man auch mal Leute in World of Tanks kennen, kann man auch mal Musik. Muss ich jetzt einfach mal dazu erwähnen. Also, das ist meine Geschichte oder die Geschichte hinter diesem Replay. Ja, gucken wir das Ganze natürlich noch detailliert an. Da sehen wir, 29 Schüsse habe ich abgegeben, 24 davon haben getroffen, davon sind 20 durchgegangen, das heißt 9 Schüsse, ja, waren für die Katz. Ist aber noch eigentlich ganz angenehm für ein T44. Wie gesagt, da gehen so viele Schüsse daneben oder gehen nicht durch. Das ist halt manchmal echt ärgerlich. Dennoch komme ich auf einen Schaden von 4282, was auf jeden Fall nicht wenig ist. Selber habe ich 5 Treffer erhalten, 4 sind davon durchgegangen, einer nicht. Und der nicht durchgegangen ist, das wäre ein Schaden von 400 gewesen. Wäre der durchgegangen, dann wäre ich tot gewesen. Also von dem ihr Glück gehabt. Gegner habe ich 2 gespottet, 10 beschädigt, 6 zerstört, 96 Verteidigungspunkte eingefahren. Gefahren bin ich 2,6 Kilometer. Ja, habe 62.800 Credits eingenommen. Abzüglich Reparatur und Munition habe ich einen Gewinn von 2.600 gemacht. Erfahrung habe ich 2122 eingespielt, plus ein Auftragsabschluss macht insgesamt in der Summe einen Erfahrungswert von 3183. Und da war ich damals dann ein schönes Stück näher an meinem T54, weil da war ich ja noch nicht. Genau, das war's zu diesem Match, muss ich sagen. Das ist das Herausforderungs-Replay für diesen Monat. Wie gesagt, kurz nochmal zusammengefasst, was das Tolle an dem Replay war. Es war halt, ja, mein Team hat halt auf der einen Seite verkackt, am Schluss war es halt denkbar knapp. Weil die Gegner halt wirklich Druck gemacht haben und eingenommen haben und ich bin halt mit vollem Risiko
habe ich mich dann einfach mal gegen zwei IS-3 gestellt mit dem T-44 und wurde am Ende tatsächlich belohnt. Auch vor allem dieser letzte IS-3-Kill, mit dem ich halt mit ganz viel Risiko rausgefahren bin und habe geschossen, ganz, ganz schnell. Also wie in einem FPS-Shooter, wie Counter-Strike, Battlefield oder sonst was, was man so bei World of Tanks eigentlich eher weniger kennt. Und ja, das ist so das Besondere an dem Replay, möchte ich sagen. Ja, und an euch ist es dann wieder abzustimmen, ob dieses Herausforderungs-Replay ja wieder gewinnen kann oder ob dann diesmal jemand anders gewinnt. Man muss ja sagen, bis jetzt sind die Replays in diesem Monat richtig, richtig stark. Aber ich denke, dieses Herausforderungs-Replay muss ich von denen auch nicht verstecken. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns Anfang nächsten Jahres wieder. Ja, es geht ja dann in Januar. Also Anfang nächsten Jahres hören wir uns wieder. Und da geht's dann zum Abstimmungsvideo. Da könnt ihr dann abstimmen. Und bis dahin schaut noch die restlichen Replays in diesem Monat an, in diesem Monat Dezember. Und ja, genießt die Feiertage an dieser Stelle und ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ansonsten verabschiede ich mich. Ciao, ciao, euer Ray.